Herzlich willkommen zum der zweiten Aufnahmesession für Pizza Collection 2, das klasse Spiel. Und ich habe bei der letzten Aufnahme bemerkt, die Musik ist einfach zu laut. Viel zu laut und die generelle Lautstärke auch. Deswegen würde ich sagen, das machen wir jetzt erstmal so. Ich hoffe, das geht so einigermaßen. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt mal hier auf Spiel fortsetzen. Und zwar war das hier das Let's Play. Und dann mal, wir sind ja jetzt in Berlin angekommen. Und dann lesen wir jetzt gerade mal hier die Aufgaben durch. Erreichen Sie einen Bonzenmarktanteil von mindestens 60%. Kaufen und bauen Sie mindestens eine mittlere Filiale. Keine Filiale darf mehr von Kaufhäusern versorgt werden. Alles klar, also wir haben hier eine Filiale hier bereits. Das ist alles einigermaßen gut eingestellt für die erste Filiale. Okay, das reicht uns eigentlich auch erstmal. Alles klar. Wir haben sonst noch nichts, wie ich sehe. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir bauen uns mal hier raus. Oh, so viel Kohle haben wir gar nicht. Nehmen wir halt ein kleineres Haus. Moment, ich suche mal ganz kurz. Das hier vielleicht, oder das hier steht besser. Gott, so viel Kohle habe ich gar nicht. Also ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt so ein Teil. Was ich mal sagen würde, vielleicht ein Lagerhaus wäre vielleicht mal nicht schlecht. Das könnten wir aber theoretisch auch mieten. Da können wir dann hier mal kurz gucken. Lager, das steht doch eigentlich, oder eigentlich mal ein zentrales Lager würde ich suchen. Ach komm, wir nehmen das hier einfach. So. Sie haben keinen Lieferanten für eines ihrer Lagerhäuser. Ah ja, deswegen gucken wir ja. Also wir dürfen nicht aus einem Ding, aus einem Kaufhaus Lieferanten haben. Feinkostdepot. Aber das ist dann halt doch schon ziemlich hoch, ne? Das Preisniveau, ne? Spar und Gut, Feinkostdepot. Spar und Gut. Das war die Qualität nicht so gut. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal den Frischdienst. Alles klar. Nehmen wir den Frischdienst. So, und da belief man hin. Alles klar, gut. Schön ist das Ganze. Alles klar, gefällt mir jetzt auch schon mal so. Oh, eine Oper hier, direkt in Berlin. Schön. Ich würde sagen, als nächstes machen wir gleich mal hier so ein bisschen Besichtigung der Konkurrenz. Was die alles so hier haben. Mhm. Okay. Interessant. Hier geht gar nichts ab. Und das ist auch noch geschlossen. Also unsere macht ja um Wasser. Was steht da drin? Hier steht noch gar nichts. Hier sind noch auch gar... Die sollten vielleicht mal ein bisschen früher kommen. Dass wir auch definitiv was zum Essen haben. So. Da müssen jetzt auch gleich unsere Leute kommen, die... ihr versteht, ne? Ja, okay. Was waren die Ziele nochmal? Ah, okay. Also das haben wir schon mal erfüllt. So. Interessant, interessant, interessant. Kaufen und bauen Sie mindestens eine mittlere Filiale. Das könnten wir jetzt eigentlich auch... Ach komm, wisst ihr was? Wir können ja eigentlich auch mal eine neue Pizza machen. Jetzt, wo wir gerade eh nichts zu tun haben. Machen wir uns doch einfach mal eine kleine schöne Pizza. Muss es nicht die Mörderpizza sein, aber ich finde, für so eine Pizza kommt immer definitiv so einen schönen Tomatenboden drunter. Ist wichtig, finde ich jetzt. So, was könnten wir denn doch drauf machen? Paprika wäre doch auch mal was Schönes so. Das kann man auch drehen so ein bisschen. Ein bisschen Käse. Ah ne, das... Ach komm. Wieso denn eigentlich nicht? Das machen wir jetzt auch mal auf diese Dinge hier drauf. Warum denn auch nicht? So. Eine Schlange können wir eigentlich auch mal nehmen hier. So klein. Na komm. Warum auch? Aber ich würde gerne vielleicht aus dem Fisch was benutzen. Ich bin jetzt nicht der Meister im Pizzabacken, aber man kann ja auch komplette Shrimps drauflegen, oder nicht?
Oder komm, warum nicht? Komm, wir machen hier so einen schönen Schrimmkreis. Also ich finde, das sieht schon mal richtig schön aus. Gefällt mir aus, Mann. Nee, komm, keine Muscheln. Was hat man hier noch so? Champignons. Ist vielleicht leicht viel, aber kann man definitiv mal so lassen. Ich muss das immer wieder drehen. So. Vielleicht noch ein paar Gewürze oder so. Da würde ich sagen, einfach mal so ein bisschen Pfeffer. Kann man hier so auf die Champignons ein bisschen drauf machen. Hat bestimmt auch so seinen bestimmten Anreiz. Und dann würde ich noch ein bisschen Salbei. Quatsch, nicht Salbei. Oregano. Auch nicht Oregano. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ah, doch, Oregano meinte ich ja. Am besten schön fein geriebelt. Nee, komm, Tabasco hier. Hier ein bisschen was auf die Mitte verteilt, dass es dann auch schön scharf wird. Und ich finde, so sieht doch unsere Pizza schon mal ganz nett aus. Und dann nennen wir die Pizza jetzt einfach mal El Shrimpo. Oder nicht? Damit es lustig ist, macht man das Po auch noch groß. Okay, gut. Und dann speichern wir das Ganze ab. Gut, dann hier unsere Rezepte rein. Hinzufügen, El Shrimpo. Und dann haben wir auch gleich eine Pizza für 2,84. Schön, gefällt mir. Es läuft schon alles. Hier, Musik, vielleicht mal Radio einschalten. Aha. Boah, das leckt aber gerade ganz schön. Wie sieht es denn aus mit unseren Zielen? Kaufen Sie und bauen Sie mindestens eine mittlere Filiale. Alright, ich würde sagen, wir haben jetzt ja wieder einiges an Geld. Kaufen wir uns mal das Brandenburger Tor hier. Ja, nicht? Okay. Wie viel würden das kosten, wenn ich das hier... Nee, das ist wieder zu wenig hier. Wir müssen uns ja eine kaufen. Aha, das hier soll anscheinend das Olympiastadion darstellen. Okay. Das muss schon irgendwie zentral auch sein, wo viele Leute rumlaufen. Zum Beispiel hier wäre das doch gut. Hier der Filiale. Würde 10.000 kosten. Puh. Ne, 108.000. So viel Kohle haben wir aber gar nicht. Die würde sogar 208 kosten. Also interessant, so viel Kohle haben wir gar nicht. Also würde ich sagen, wir nehmen einfach mal das hier. Kostet eine Filiale 82.000. Wir haben 68.000. Und wenn ich so eine hier nehme, die kostet hier 91.000. 11.000, Quatsch. 111.000. Dann sind wir hier auch schon wieder zu nah. Hier, das hier könnte ein gutes Haus sein. Wie viel zahlen wir? 109.000. 123.000. Mann, ihr nervt echt. Boah! Also ich würde sagen, wir müssen da erst noch ein bisschen Geld machen. Kann man da eigentlich auch... Nee, ich glaube, das ist schon kaufen gemeint hier. Mit kaufen auch wirklich. Erreichen Sie einen Bonzenmarktanteil von... Dankeschön. Freut mich immer wieder zu hören. Sie sind wirtschaftlich noch ziemlich schwach auf den Beinen. Da würde doch eine kleine Hilfe ganz gelegen kommen. Oder erledigen Sie diesen Auftrag und unsere Organisation wird Ihnen das Leben wieder etwas leichter machen. Kaufen Sie ein beliebiges Gebäude und richten Sie darauf ein neues Lagerhaus. Der nächste Ausbau einer Filiale als Lehrausbau kommt die Hälfte. Ach komm, wieso nicht? Das können wir doch eigentlich machen. Und zwar hier schön in die Mitte rein. Dieses da. Wie viel würde hier für eine Filiale kosten? 84.000, okay. 83.000, so viel haben wir auch nicht. Puh.
zweites Quartal, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Nicht lange, aber 73.000. Ah! Ah! 90.000. Kirche. 82.000. Warum die Preise hier so extrem variieren, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. 64.000. Bam. Jawohl.